Du möchtest mit Massivholz arbeiten, weißt aber einfach nicht, woher du richtig schönes Holz bekommst? Dann kann ich dir helfen. Wenn ich Massivholz meine, dann meine ich natürlich nicht solche kleinen Fisselstücke hier, sondern richtig, richtig schöne Bohlen. Und das ist ja auch immer wieder eine Frage, die, seitdem ich diesen Kanal habe, eigentlich jeden Tag, jede Woche immer wieder kommt. Wo kann ich Massivholz kaufen? Bei mir gibt es das nicht. Und genau dieses Thema wollen wir uns heute anschauen. Wie finde ich einen geeigneten Shop im Bereich Massivholz? Und worauf muss ich achten, wenn ich Massivholz bei einer der Möglichkeiten, die wir heute uns anschauen, kaufe, achten muss? Was? Hä? Was? Also worauf muss ich achten, wenn ich Massivholz kaufe? Ganz wichtig ist, wir gehen diesen Prozess jetzt einfach einmal so durch, wie ich das früher auch gemacht habe. Denn ich musste ja auch suchen, wo ich mein Holz kaufe. Ich musste das in Köln machen, in Hannover. Und das Ganze beginnt eigentlich ganz einfach. Holzhandel Hannover. Das wäre meine erste Suche. Und wenn ich das mache, finde ich hier direkt mehrere Anzeigen. Zum Beispiel Holzhandel Deutschland. Das wäre jetzt nicht meins. Aber wir finden dann hier unten mehrere Holzhandel in der Region. Und wie läuft das dann ab? Wenn ich solche Holzhandel finde, dann wäre der erste Schritt anzurufen und zu fragen nach folgenden Dingen. Habt ihr Blockware, habt ihr Stammware und habt ihr Sägeraue? Das sind so drei Begriffe, die aus meiner Sicht relativ sinnvoll sind, weil es A dazu führt, dass derjenige weiß, okay, ihr habt schon ein bisschen Ahnung, worum es geht, und B wisst ihr, ob er es hat oder nicht. Ihr könnt natürlich auch fragen, hast du Holzbohlen? Aber da ist man manchmal so ein bisschen im Aus. Und das ist das Erste, was so ein bisschen schwierig ist bei dem ganzen Thema. Man sollte mit ein bisschen Fachwissen glänzen können. Ansonsten ist es leider so, dass man oft als doofer Privatkunde manchmal abgestempelt wird. Dann sind die Preise nicht so gut oder man wird von vornherein gleich abgelehnt, weil es heißt, nein, sowas haben wir nicht. Das ist ein bisschen schwierig, aber ganz, ganz wichtig, das gilt nicht für alle. Wir kommen zu diesem ganzen Thema, wie die Menschen im Holzhandel sind noch. Und ich sage es jetzt schon mal, man kann das nicht verallgemeinern. Aber es schadet nicht, wenn ihr das, was ihr haben wollt, fachlich gut ausdrücken könnt und wenn ihr genau wisst, wonach ihr sucht. Das heißt, wenn ihr hingeht und sagt, pass auf, ich möchte eine Eichenbohle in einer 65er Stärke. Das ist schon mal gut, dann weiß derjenige, aha, derjenige kennt schon mal Standardmaße für Bohlen, 65, 56, das sind so normale Stärken, die man zumindest bei uns in der Region kaufen kann. Wenn ich jetzt hier gucke, dann sehe ich hier jede Menge Holzhandel. Der eine oder andere davon ist einer, den ich auch schon mal als Kontakt hatte. Welcher? Das sage ich nicht, denn dazu kommen wir noch. Was ich also mache, ich rufe alle diese Nummern an und frage, wie gesagt, kann ich bei euch Holz kaufen? Wenn ich dann einen Shop habe, wo ich das Gefühl habe, das klingt gut und wo ich auch merke, ja, ich kann da was kaufen, dann ist der nächste Schritt, dahin zu fahren und zu gucken, was habe ich da? Und da kommen wir dann zu einem Problem, was viele von euch beschreiben. Wenn ich zum Holzhandel fahre, darf ich nicht ins Lager. Das ist ganz oft mittlerweile so. Und das ist natürlich schwierig, denn wenn wir so wunderschöne Bohlen kaufen wollen, die natürlich auch nicht günstig sind, dann wollen wir sie auch vorher sehen. In der Regel ist es so, dass man das Holz eigentlich schon aussuchen darf. Aber es ist, wie gesagt, manchmal dann gerade als Privatperson manchmal ein bisschen schwierig. Meine Empfehlung wäre, lässt euch der Holzhändler das Holz nicht angucken, kauft ihr da nicht. Das ist zu gefährlich. Wir kommen zu einer Alternativlösung für euch und da haben wir diese Gefahr auch schon. Das heißt, wenn wir schon hinfahren, dann sollten wir das Holz auf jeden Fall angucken können, vielleicht auch mal anfassen können und wir sollten auswählen können, dass wir genau sagen, ich möchte diese Bohle und diese da möchte ich nicht. Das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn wir feststellen, aha, Holzhandel A lässt mich nicht gucken, alles wieder zurück auf Anfang, wir rufen den nächsten an und fahren zum nächsten. Und das Spiel geht so lange, bis wir irgendwann bei einem Holzhändler stehen, der A in seinem Umgang halbwegs normal ist, B uns das Holz angucken lässt und dann kommen wir zu C, der auch eine Qualität und eine Vielfalt an Holz hat, die uns zusagt. Denn es bringt uns ja nichts, wenn wir einen Holzhändler finden, der genau eine Sorte Holz hat. Davon können wir nicht sehr lange profitieren. Was Qualitätsmerkmale bei Massivholz sind, wenn wir es kaufen, das schauen wir uns nochmal separat in einem anderen Video an, denn das ist sehr, sehr ausführlich.
Und da muss man auch auf ganz, ganz viele Sachen achten. Das gucken wir uns also später an. Heute wollen wir erstmal gucken, wie komme ich eigentlich zum Massivholz? Ein Problem ist allgemein, das hatte ich gerade schon gesagt, ganz oft der Umgang. Es kann sein, dass man zu einem bestimmten Shop kommt und einfach wie der letzte Arsch behandelt wird. Das Schlimme ist, und das kann ich euch aus meiner Erfahrung sagen, das liegt gar nicht unbedingt daran, dass ihr Privatkunde seid. Auch für mich als gewerblichen Einkäufer habe ich diese Erfahrung immer wieder machen müssen, dass mir A, die schlechteste Ware geliefert wurde, die sie wahrscheinlich im Lager hatten, man B, behandelt wurde, als wenn man der letzte Scheiß. Und das ist etwas, wo ich ganz ehrlich sage, dann kaufe ich da nicht mehr ein. Und das solltet ihr auch nicht machen, denn es gibt andere Händler. Welche, das schauen wir uns gleich noch an. Ganz wichtig ist, lasst euch nicht blöd behandeln. Sucht euch dann einfach wen anders. Es gibt andere Lösungen. Also, wenn ihr solche Shops habt, einfach wieder weg. Jetzt kann es aber sein, dass jemand sagt, ich finde gar keinen Shop. Bei mir gibt es einfach nichts. Ich wohne in einer Region. Es gibt hier, wenn ich das bei Google eingebe, nichts. Es gibt keine Holzhändler. Es gibt auch keine Sägewerke. Ein Sägewerk wäre auch ein sekundärer Werk an Weg, an Holz zu kommen. Es gibt nichts. Dann bleibt immer noch eBay. Wir können bei eBay nach Sägeraum Holz gucken, nach Holzbohlen und können es in rauen Mengen bestellen. Diese Möglichkeit besteht. Aber, Riesenaber, was wir da meistens nicht machen können, zumindest wenn es geliefert wird, uns das Holz angucken. Und das ist wiederum ein sehr, sehr schwieriges Verhältnis zwischen wir wollen etwas haben, wir wissen aber nicht, was wir bekommen. Das heißt, wenn ihr diesen Weg geht, dann seid euch bewusst, dass das zwei Ausgänge haben kann. Es kann sein, dass ihr richtig tolles Holz geliefert bekommt und es kann sein, dass ihr super beschissenes Holz geliefert bekommt. Wenn es geht, fahrt zu solchen Läden, Shops, wie auch immer das dann genannt wird, hin. Guckt euch das Ganze an und meistens, das kann ich schon mal sagen, sind diese kleinen Shops und vor allen Dingen auch die Leute, die selber sägen, das sind nämlich meistens Leute, die selber sägen, sehr, sehr nett, sehr umgänglich und da kann man eine sehr, sehr gute, Geschäftsbeziehung aufbauen. Man knüpft Kontakt, man versteht sich, die Liebe fürs Holz ist da und das kann eine sehr gute Quelle sein, um an Holz zu kommen. Ich kaufe ja selber auch sehr gerne bei Wood Design Steinke ein. Das ist der junge Mann Till, sehr, sehr jung, sägt ganz, ganz viel Holz und das ist einfach cool. Er hat ganz, ganz viel, er hat natürlich nicht alles. Er ist kein richtiger Holzhändler, der alle Holzarten dieser Welt auch importieren kann. Aber er sägt selber, er weiß, wo das Holz herkommt. Er kann dir meistens genau sagen, ich habe diesen Baum da und da gefällt. Und das ist ein sehr hohes Qualitätsmerkmal und man kann natürlich viel eher auf Augenhöhe reden, als das vielleicht beim Holzhändler der Fall ist. Ein weiterer Punkt, und das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt, der jetzt sehr, sehr kritisch wird, ist, sollte ich Massivholz, also Eichenbohlen und Co. im Baumarkt kaufen? Nein. Warum nicht? Ganz einfach. Es gibt, wie ihr merkt, vielleicht schon relativ wenig Holzhändler. Warum ist das so? Und warum können sich viele von denen auf ein so hohes Ross setzen? Die Nachfrage beim Holzhandel an sich ist verhältnismäßig gering. Weil ganz viele Leute anfangen, Holz im Baumarkt zu kaufen, weil Leute anfangen, Eichenholz im Baumarkt zu kaufen. Das heißt, die Nachfrage wird immer geringer und das bedeutet, die Preise steigen, weil die Leute mehr Umsatz generieren müssen mit weniger Kunden und es entwickelt sich ein Monopol. Viele Holzhändler hören auf zu arbeiten. Die, die übrig sind, können sich ihre Kunden aussuchen und das ist dann, wenn man ganz ehrlich ist, ein Problem, was wir uns selbst erschaffen. Wenn wir eher wieder in den Fachhandel gehen und da auch weiterhin Massivholz kaufen, vielleicht auch unser Konstruktionsholz, unsere Fichtenbohlen, Platten, wie auch immer da kaufen, dann wird es irgendwann vielleicht auch wieder mehr Holzhändler geben. Wir haben A, mehr Auswahl und der einzelne Holzhändler kann es sich nicht erlauben und sagen, ha, du bist ein Arsch, du kannst bei mir nichts kaufen. Das heißt, wenn wir die Möglichkeit haben und diese Möglichkeit besteht, nicht Holz im Baumarkt kaufen. Ich weiß, das klingt total blöd, ich mache das manchmal auch, aber wir sollten den Fachhandel stärken und der Fachhandel im Holzbereich, das sind halt Holzhändler. Das sind Leute, die Holz verkaufen und sonst nichts. Und was da noch sozusagen so ein bisschen am Rand so ein ganz kleiner Pro-Tipp ist, wenn ihr keine Holzhändler findet, dann guckt mal nach Läden, die Echtholzdielen verkaufen. Das war zum Beispiel in Köln meine Lösung. Ich habe da auch keinen guten Shop gefunden. Aber ich habe einen Shop gefunden, beziehungsweise einen Laden, Holzland Schwan hießen die, glaube ich, die eigentlich fast nur Massivholzböden hergestellt haben. Und die konnten
zwar nicht alle Bohlen vorrätig haben, aber die konnten alles bestellen. Das heißt, ich konnte hingehen und sagen, ich brauche 15.000 Kubikmeter Mahagoni. Dann haben sie gesagt, das kostet so und so viel und dann konnte man es bestellen. Das kann ein sehr, sehr guter Weg sein, um wiederum an Holz zu kommen. Aber auch da besteht natürlich wieder das Problem, ich sehe es vorher nicht. Wenn ich es bestelle, muss ich es wahrscheinlich abnehmen. Das heißt, ihr seht, in den einzelnen Wegen, die wir haben, und es gibt ganz viele Wege, gibt es immer wieder Vor- und Nachteile, die wir abwägen müssen. Und wenn ich es für euch zusammenfassen sollen müsste oder für mich, dann ist der beste Weg, einen Fachhandel zu finden oder jemanden, der selber sägt, mit dem ihr euch versteht, dem ihr in die Augen gucken könnt und wo ihr euch das Holz, das, womit wir arbeiten wollen, in echt angucken könnt und sagen könnt, das Stück möchte ich. Weil das ist eigentlich beim Massivholz kaufen, zumindest ab einem bestimmten Level, eigentlich das Wichtigste. Es geht nicht darum, dass ich sage, ich brauche Eiche, sondern es geht darum zu sagen, ich brauche Eiche, die so aussieht, weil das passt zu dem, was ich bauen möchte. Und das ist wiederum auch etwas, was es im Baumarkt nicht gibt. Da ist die Auswahl zu klein, die Qualität ist meistens zu klein, die Stärken sind meistens zu klein. Und wie gesagt, wenn wir anfangen, in solchen Läden einzukaufen, dann schwächen wir immer weiter den Fachhandel. Und das macht dieses Schneeballproblem, was wir uns heute angeguckt haben, eigentlich immer größer. Potzblitz! Mann, ist Massivholz kaufen wirklich so schwer, wie es klingt? Nein, es ist nicht so schwer, es ist nur ein bisschen Fleißarbeit. Und wenn ihr die Schritte so abgeht, wie ich euch das heute gezeigt habe, dann sollte das kein Problem sein. Vor allen Dingen deshalb, weil wir etwas Schlaues machen. Ihr kennt ganz viele Holzhändler. Ich kenne Holzhändler in gewissen Regionen. Bitte schreibt mir gerne eine E-Mail mit mein Holzhändler an die E-Mail-Adresse unten, denn dann werden wir für die verschiedenen Regionen in Deutschland eine Art Karte machen. Es wird keine Karte, sondern eine Auflistung mit Shops, wo wir wissen, wir als Community, wo wir einkaufen können, damit andere davon profitieren können. Das heißt, schreibt mir unter dem Betreff mein Holzhändler, wo ihr euer Holz kauft, wo ihr zufrieden seid, wo ihr eine große Auswahl habt und wo ihr das Holz auch angucken könnt. Und dann können wir diese Karte machen und wir sind alle etwas leichter an dem Rohstoff dran, den wir so gerne verarbeiten. In diesem Sinne, helft mit, anderen zu helfen. Versucht, einen Holzhändler in eurer Nähe zu finden. Wie gesagt, lasst euch nicht verkackeiern. Es gibt immer Wege, um die Menschen herumzukommen, die sich etwas hochnäsig verhalten. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.